Hallo und willkommen zu Jack's World. Heute fahre ich wieder mal ein bisschen Gran Turismo 5 und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich fahre verschiedene Strecken und ich zeige euch auch mal ein paar Autos. Autos zeigen werde ich wahrscheinlich auf der Strecke Daytona, aber ich fahre auch noch auf ein paar anderen Strecken. Auf jeden Fall viel Spaß. Erstmal gucken wir jetzt, was wir alles für Autos hier haben. Also, wir haben hier bei den Cars haben wir den, auf jeden Fall ziemlich viele. Hier ist mein Ferrari, Corvette, Ford GT. Und ich werde euch jetzt erstmal ein paar Autos zeigen. Hier zum Beispiel, hier auch ein paar. Wir gehen aber jetzt erstmal zu Favoriten. Bei Favoriten sind die ganzen guten. Zum Beispiel, ich habe den Bugatti Veyron gerade ausgerüstet und mit dem fahre ich jetzt auch mal eine Runde Rennen. Ich zeige euch ihn noch mal kurz, wie er aussieht. Also ich finde, er ist ziemlich hässlich, aber ja, jeder hat da seine Meinung zu. Auf jeden Fall fahre ich jetzt mal mit dem eine Runde Rennen. Auf Daytona. Ich werde alle abhängen. Profis. Daytona. Oben stehen gerade die ganzen Autos, die mitfahren. Ich starte jetzt einfach mal. Erster Platz gibt 17.000, das ist ganz gut. So, es geht jetzt los. Also ich fahre so ein bisschen mit dem Bugatti Veyron. Ich habe den ja schon ziemlich oft gefahren. Ich habe auch schon ein paar andere Autos. Und ich fahre auf die Tour. Das ist eigentlich nur Strecke von anderen Autos, aber ich fahre hier trotzdem drauf. So, die beiden hätte ich überholt. Die da. Okay. Der erste sieht momentan ganz cool aus. Oben ist der Rückspiegel. Scheiße, vielleicht soll ich mal nicht so viel babbeln. Ah ja, egal. Auf jeden Fall fahre ich auf Daytona. Steht auch manchmal an den Seiten. Und die Strecke, die sieht man an der Seite. Links Seite und unten sieht man meine PS und kmh-Anzeige und sowas. Und auf jeden Fall zeige ich euch gleich auch noch mehr. Und da steht auch meine Benzinanzeige und so ein Kram halt alles. So. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so spannend. Ich kann euch auch gleich noch meinen Film davon zeigen. Auf jeden Fall, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so spannend sein. Ich kann auch gleich mal ein Rennen machen, wo die anderen ein bisschen besser sind. Weil der Bugatti Veyron habe ich ein bisschen aufgetunt. Und der ist auf der Strecke hier unschlagbar, wirklich. Den kann man eigentlich überhaupt nicht schlagen. In 43er Zeit. Eine ziemlich gute Zeit, ich bin überrascht. Arsch. Das hat wiederum wieder ein bisschen wehgetan. Aber es ist einfach auf der geraden Strecke das schnellste Auto im Spiel, auf jeden Fall. Vor allem auch auf der Strecke Daytona. So, ich bin jetzt schon in der dritten Runde und da vorne ist auch schon das Ziel. So, gewonnen. Okay. Also auf jeden Fall, ich bin jetzt gerade Daytona gefahren, so heißt die Rennstrecke. Und jetzt haben wir halt 300 und ein paar tausend, aber ich kann euch gleich auch nochmal zeigen, was die Autos und so sind, was es hier so gibt. Nein, ich will nicht nochmal starten, sondern weg. Exit. So. Garage. Und ich würde jetzt mal grob behaupten, ich fahre mal hier. Ich würde mal grob behaupten, ich fahre jetzt mal mein Ironman Ferrari. Von der Marke Ferrari natürlich. Ist ein Favorit. Und ich finde, er sieht einfach saugeil aus. Mit dem werde ich jetzt auch nochmal eine Runde fahren. Yes. Das Ding klingt doch schon geil. Da kann es ja nur gut werden.
Aspect. Profis. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht die Strecke, Daytona fahren, weil ich werde Highspeed-Ring fahren. Ist auch eine coole Strecke, finde ich. Ich bin hier schon mal mit meinem Ferrari dran rumgefahren. Ich starte an der 7. Stelle. Ferrari 403. Ja, bitte den Highspeed-Ring starten. Ich werde für den Highspeed-Ring auch eine andere Kappe aufziehen. Das war meine rote Ferrari-Kappe. So, es geht jetzt los. Ich fahre mit meinem Ferrari gegen so andere Kisten. So, mal sehen, ob ich gewinne. Jetzt sind die Autos auch schon eine etwas größere Herausforderung. Scheiße. So, den kriege ich. Auch in. Den da auch. Fünfter. Ich bin heiß gekriegt. Den habe ich in der Kurve genommen. Ich kenne den Highspeed-Ring auch schon, wie gesagt. Ich bin ja auch schon mal genau mit dem Auto hier gefahren. Ich habe den Ferrari jetzt schon etwas länger. Den kriege ich in. So. Den hätte ich mir genommen. So, die da vorne. Ich muss drei Runden fahren. Auf dem Highspeed. Bin ich jetzt auch schon lange nicht mehr gefahren im Highspeed-Rennen, im guten alten Highspeed-Rennen. Vollgas. Ich habe ihn auch schon einmal gewonnen. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt ein großes Problem wird oder eher nicht. Aber ich denke eigentlich eher nicht. Den hätte ich, den da vorne noch, ja. Das wird eigentlich auch kein Problem, kein großes zumindest sein. Ja, und außen genommen. Bravo, geht doch. Jetzt ab. Er muss bremsen. Jetzt kommt hier aus dem Tunnel diese scharfe, krasse Kurve. Und direkt diese Zickzack-Kombination. So, und jetzt bin ich dann wieder auf der großen Brücke. Da vorne sind jetzt auch schon wieder die Stadions. Weiter hier mit Vollgas durch, vielleicht noch nicht ganz Vollgas, aber ich finde das Ding sieht einfach geil aus. Hinten oben, oben in der Mitte ist auch der Rückspiegel, da sieht man auch den Rückspiegel, wo die hinter mir sind. Und ja, wie gesagt, ich bin Erster. Und unten links sieht man auch, wie gut die Reifen eingefahren sind. Rot ist schlecht, hellblau ist gut. Also meine Reifen sind jetzt schon ziemlich gut eingefahren auf meinem Ferrari drauf. Meine Lieblingsautomarke ist auch Ferrari. Zwei Lieblingsautomarke Lamborghini. Vom Fahrverhalten finde ich den auch hier geil. Ich habe auch noch andere Autos, die ich auch gleich mal zeigen werde auf den und den Strecken. Bremsen. So. Hier einmal rum. Ich habe noch ziemlich gut Abstand. Das ist ja immer ganz gut. Ich bin jetzt schon in der dritten von drei Runden. Hier hat es mich eben auch schon fast rausgehauen. Gehauen. Oben läuft die Zeit, wie lange ich für eine Runde brauche. Ja. Und ansonsten, ich finde auch die Rennstrecken sind ziemlich cool gestaltet. Also ja. 8, 9, 10. 10er Rundenzeit, meine 1 Minute 9er Rundenzeit war die beste mit meinem Ferrari. So. Es hat wieder 17.300 gegeben.
So, schön. Fast Level 13. Exit. Also, ich würde jetzt mal sagen, Bugatti Veyron, Ferrari. Was nehme ich jetzt? Auf jeden Fall meine andere Kappe. Und zwar die hier. Die Kappe nehme ich mal. Und Golf. Golfkappe. Was zu Golf passt, ist natürlich der Ford GT. Und mit dem Ford GT fahre ich jetzt auch nochmal einen Highspeed-Ring. Mit dem guten alten Ford GT, den Highspeed-Ring. Ford GT, Highspeed-Ring. Das ist der Ford GT, der neuere. Auch bei Favoriten natürlich drin. Das Ding sieht einfach auch geil aus. So, yes. Hat auch schon einen geilen Song. Nach dem Ford GT werde ich wahrscheinlich die Corvette nehmen. Da kann ich euch auch schon mal ein kurzes Bild zeigen. Corvette. Die sieht auch cool aus. Ich finde, die fährt sich auch mega gut. So, nach unten, okay, raus. Aspekt. Profis. Ich könnte auch mal in den Ferrari Cup fahren oder in den Lamborghini Cup. Da fahren nur Lamborghinis mit, hier fahren nur Ferraris mit. Das kann ich gleich auch mal machen. Auf jeden Fall fahre ich jetzt erstmal mit dem Ford GT den Highspeed-Ring. Highspeed-Ring, yes. Ich kann auch mal den Nürburgring fahren. Den Nürburgring, eine der schwersten Rennstrecken auf der ganzen Welt. Start, Highspeed-Ring. Hier ist auch alles gesponsert, da oben steht auch Highspeed-Ring. Und ja, oben stehen die Meter, da stehen auch die Preise, unten links, oben links stehen, glaube ich, die Meter, das weiß ich auch nicht. Und rechts, Mitte stehen die Autos, die mitgefahren sind und auch mitfahren werden. Aber es ist jetzt weg, weil ich fahre jetzt in Highspeed-Ring mit dem guten alten Ford GT. So, und vorbei. Die sind aber ziemlich schnell, die Wagen, die fällt mir gerade auf. Aber kein Problem für meinen Ford GT. Außen, vorbei, so. So, euch kriege ich doch auch, oder? Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wer denkt, dass ihr gewinnt. Also wer denkt... Scheiße, das war schlecht. Na gut. Ich bin den Ford GT gerade nicht mehr so gewohnt. Aber auf jeden Fall, ja, die sollte ich eigentlich alle kriegen. Ich bin 11, das ist schlecht. Aber ich habe noch 3 Runden Zeit. Scheiße. Echt jetzt? Also, ja, ihr seht, ich komme mit anderen Autos deutlich besser klar. Ich habe jetzt hier einfach einen krassen Fahrfehler gemacht, ja. Aber was kann ich dafür? Ich kann das Rennen nochmal neu starten. Ich denke, das wird sonst nichts mehr. Ja. Komm. Ich starte das Rennen einmal neu. Ich kann auch gleich mal mit anderen Perspektiven fahren. Auf jeden Fall, ja. Ich starte das Rennen jetzt einfach nochmal, sonst wird es einfach nichts mehr. Es wäre einfach nichts mehr geworden. Hier, der Ford GT. Auch schon schlecht außen vorbei zu ziehen, weil innen dauert es weniger. Aber ja, egal. Was soll's. Wenigstens vorbei. Hier habe ich es eben verkackt. Der Ford GT, der ist einfach halt ein schnelles Auto. Ich bin gerade zweiter Platz. Der vor mir ist erster. Das ist ein... Ich weiß überhaupt nicht, was das für ein Auto ist. Aber auch egal, jetzt krieg ich dich. Sau. Blöde Sau. Und jetzt krieg ich den ganzen albernen Typen davon gefahren. Mit meinem Ford GT.
habe auch, glaube ich, einfach das schnellste Auto. Weil wir haben den Ford GT auch aufgetunt, ja. Vielleicht fahre ich mal in Lamborghini. Erste Runde gemeistert. Ja, kurz gebremst. Fahre gerade einfach wieder mal in Highspeed-Ring. Auch eine schöne Rennstrecke, sieht auch cool aus. Achtung, jetzt komme ich gleich in den Tunnel. 50. Ja, okay, ich glaube, das muss auf 100 bremsen schon. Also 50 ist ein bisschen knapp. Weil wenn Kurven kommen, dann kommen auch immer so Dinger an der Seite, stehen da, aber wie viele Meter man bremsen muss, ja, wie viele Meter es noch bis zur Kurve ist, das weiß ich nicht genau. Ja, aber die hier hält ja auch nicht, schade. Aber ja, egal. Ich bin jetzt gleich wieder auf der langen Geraden. So, diese Kurve hält er. Ich meine, dass er die hält, ja. Die große Kurve hier hält er. So, jetzt fahre ich wieder geradeaus. Auf der Zielgerade fahre ich den anderen allen davon. Jetzt müssen wir hier mal bremsen. Geht voll. Eben die Runde habe ich einfach ein bisschen verbockt. Das hat dann auch kein Geld gebracht. Die habe ich einfach krass verbockt. Das muss ich zugeben. 100 gebremst. Vielleicht soll ich einfach mal ein bisschen mehr lenken in dieser Kurve hier. So, jetzt fahre ich gleich wieder an dieser Kurvenbrücke durch. Und die Kurve da hält er. Alles schön gut, die Räder sind auch schon wieder hellblau und ich bin auch Erster. Alles schön gut. Ich habe auch einen bisschen kleinen Mini, der ist auch süß. Den kann ich euch gleich auch mal zeigen. Nein, ich will nicht im Boxenstopp. Letzte Runde. Fertig. Ich setze auch direkt mal wieder meinen Cappy. So, schön. Hätten wir. Okay, ich will nicht noch eine Runde fahren. Ich zeige euch jetzt erstmal so ein bisschen meine Autos, die ich so habe. Okay. Ich habe euch ja versprochen, euch jetzt die Corvette zu zeigen. Da kann ich euch mal einen Lamborghini zeigen. Die Dinger gehen auch richtig schön. Corvette, Corvette, Corvette. Hier steht auch der Mercedes AMG wieder von meinem Papa. Der hat sich bis jetzt nicht umgestellt. Nicht im Highspeed-Ring weiterfahren. Ich kann ja auch gleich mal in den Novo-Ring fahren. Es dauert aber eine Zeit, den Novo-Ring zu fahren. So. Favorit. Das ist zum Beispiel ein Lamborghini. Das ist ein Lamborghini. Ja, und hier ist die schöne Corvette. Das ist unser Honda S2000 Corvette. Ja, die wollen wir. Yes! Schickes Auto, muss ich sagen. So, jetzt gehe ich wieder auf. Ich guck mal, was ich jetzt fahre. War es bei Amateur? Alles Gold, ja. Ja, hier unten war es. Das ist nämlich eine Rennstrecke, das ist die Hauptrennstrecke von Ferrari, da fährt man mit Oldtimern, also mit so ganz alten Autos. Wenn es das nicht ist, kann ich einfach aus dem Rennen aussteigen. Aber ich, ja, also das ist die richtige Rennstrecke schon mal. Ja, das ist die richtige Rennstrecke, ich meine, das ist es. Ja, ich glaube schon. Ja, muss eigentlich. Die Rennstrecke, die man da sieht, den Umriss, dieses weiß-schwarze Ding, das ist die Rennstrecke, das ist die Hauptstrecke von Ferrari. Hier spielt auch der Ferrari Cup. Ja. Kann ich gleich mal auch ein NASCAR vorstellen. Das sind so Rennautos wie Lightning McQueen, wenn ihr Cars kennt. Auch ein ziemlich cooler Film.
Ja, okay, ja, klar. Ja, das sind die ganzen Oldtimer. So, mit der Corvette. Finch. Nee, den krieg ich einfach auch so. Achtung, davor kommt so ein kleines. Ja, okay. Ja, die muss ich eigentlich kriegen. Das sind ja voll die langen Burgen. Und die ziehe ich hier vorbei. Du da, du da vorne, du bist doch auch nicht viel besser. So, vorbei. Also die Corvette, die zieht auch richtig schön. Nur die hat, ja, die hat ziemlich bald, die erreicht ziemlich schnell ihr Level fertig. Autsch. Ja, okay. Da haben sie mich halt jetzt wieder eingeholt. Alter Schwede. Okay, ich muss mich wieder an die Corvette gewöhnen. Ich bin 12 da, Alter, das ist schlecht. Aber ja, den da krieg ich. Der hat schon mal wieder meinen Staub geschluckt. Ja, ja. Ich denke, das wird was, weil es sind 3 Runden. Scheiße. Vielleicht wird's auch nichts. Wenn es so weitergeht, Alter. 11. 12. Scheiße. Aber scheiß drauf. Ich krieg die schon alle wieder. Ich muss mich auch wieder an die Strecke gewöhnen, aber ja, soll ich schon hinbekommen. Ja, da vorne sind die auch erst in dieser Kurve. Der will ich jetzt nämlich auch. Da vorne kommt dann wieder so ein Schlenkerding. Da kann ich sie ausbremsen, wenigstens den da. Alter, Alter. Okay, vielleicht kriege ich es auch nicht mehr, aber ja, wenn nicht, dann kann ich die Rennstrecke gleich nochmal fahren. Ich muss auch wieder üben. Ich habe in diesem Let's Play auch schon wieder ziemlich viele Sachen falsch gemacht. Das ist ziemlich doof. Weißt du, Mann, ich komme jetzt auch mal ein bisschen schnell fahren, aber ja. Ich kann nicht mit meinem Auto sprechen. Das wird mir nicht bekommen. Auf der Geraden ist die Corvette leider nicht so geil. Vorne sind sie schon wieder alle. Dich kriege ich. Zeit eine Corvette. Ist nicht ein ultra krasses Sportauto. Ja, hier lässt die Corvette dann schon wieder nach. Das ist der Seil da schon wieder. Hallo Leute! So. Und jetzt habe ich schon wieder den Anschluss. Ich bin nämlich schon wieder 5. Eben war ich 11. So, Leute. Schmeißt ihr heute eine Party? Dann lade ich mich dazu ein. So, dich habe ich schon mal. Ich schmeiß heute eine Party. Das war eine, dass ich euch jetzt gleich krieg. Scheiße. Naja, habe ihn wieder gesaved. Ich habe die Corvette wieder gesaved. Wenigstens bin ich jetzt schon wieder 3. Mann, jetzt lass mich doch vorbei. So, hab ich 2. und davon fehlt schon wieder der 1. Da hat er mich schon wieder. Nur weil ich einmal auf diese blöde Sandkiste gefahren bin. Aber ja. Ich glaube, hier konnte ich auch. Ja, hier konnte ich das Gas stehen lassen. Das hat mich jetzt echt viel Zeit gekostet. Auf der geraden Rennstrecke ist die Corvette einfach nicht so cool wie die ganzen anderen Rennautos. Aber ja, ich kann ja nichts dagegen machen, was sie für Autos mitfahren. Aber ich kann was machen, ob ich sie besiege oder ob sie an mir vorbeifahren. 4. Na gut, jetzt bin ich schon wieder 3. Ich werde die schon noch wieder kriegen. Alles wieder. Vielleicht nicht alles, aber wenigstens viel. Ich hole schon auf. 3. von 3 Runden. 2+.
200, 150, 50. Das erste Platz ist auch gekommen. Interessant. Die werde ich kriegen. Ich bin jetzt nämlich schon wieder Zweiter und jetzt werde ich Erster. In einer Corvette wird es doch wohl nicht scheitern. In einer Corvette gibt es doch wohl keinen Scheiterhaufen, oder? Ist ein Corvette. Und vorbei. Die ist nämlich nicht so krass getuned wie meine. So, abgekürzt. Tschüss Corvette, tschüssi, tschüssi. Ich bin erster Platz. Ich habe jetzt eine Corvette. Ja, ein paar Fehler in dem Rennen gemacht, ich weiß. Ich habe ziemlich viele Fehler sogar gemacht. Und manche, ich habe sogar ein Rennen mit dem Ford GT abgebrochen, wo die Chancen eigentlich sogar ziemlich gut sind. Aber ja, was soll's. Wenigstens werde ich dieses Rennen hier auf jeden Fall gewinnen. Schon wieder dran kommen. Ich weiß, weil ich eben schon wieder so einen kleinen Fahrfehler gemacht habe. Da vorne kommt jetzt wieder gleich eine scharfe Kurve. Jetzt ist wieder lange gerade. Ich bin jetzt auch schon wieder in der dritten Runde. Erster Platz. Ja. Zeit war 2 Minuten 11 die letzte Runde. Ich ziehe natürlich auch direkt wieder eine andere Kappe auf. So, schön. Erster Platz geworden mit ziemlich vielen Fahrfehlern, aber ja. Was soll's. So, ich zeige euch gleich mal in Lamborghini, wie der so fährt. Aber jetzt mache ich erstmal. Also das war jetzt auch eine andere Strecke, das war die Hauptstrecke von Ferrari. Aber jetzt zeige ich euch erstmal den Shop und sowas, was es hier alles für Autos gibt. Und was persönlich auch mein Lieblingsauto ist. Also ich zeige euch jetzt erstmal Shop und sowas. Also hier ist Car Exchange. Da ist gerade kein Car drin. Da kriegt man manchmal Autos geschenkt. Hier bei GT-Auto, da konnte ich jetzt zum Beispiel bei irgendwas, hier bei GT-Auto kann man Heckspoiler dran machen und sowas und Räderfarbe ändern, halt so ein Kram. GT-Autos. Guck, hier kann ich jetzt zum Beispiel, hier könnte ich die Felgenfarbe ändern, hier konnte ich Heckspoiler dran machen, will ich aber nicht. Auf jeden Fall. Hier zurück. Hier kann man dann sowas machen und Öl wechseln, Auto waschen, was weiß ich. So. Dauert wieder so lang. Geht auch. Und hier kann man dann auch noch so Räder wechseln. Hier bei Rädern kann man hier andere Räder drauf machen. Medium habe ich hier drauf, Soft. Hier kann man auf jeden Fall andere Räder drauf machen. Hier kann man diese ganzen Sachen auch aufbessern, zurück. Auf jeden Fall so etwas. Und jetzt zeige ich euch meinen Shop, wo man Autos kaufen kann. Das hier ist Gebrauchtautos, wo ich gerade drauf gegangen bin. Hier kann man sich Gebrauchtautos kaufen. Hier kann man sich halt. Was kostet da 1 Million? Oh, okay, das Ding sieht natürlich echt geil aus, aber 1.900.000 habe ich gerade einfach nicht. Bei so einem gibt es wahrscheinlich nicht noch 900.000. Ferrari. Was ist das? Ja, okay, das sind so alles so krasse Sportwagen-Dinger. Shop ist heute voll mit Sportwagen. Okay, ich gehe jetzt mal wieder raus. Und jetzt zeige ich euch mal auf normalen Autos, also auf
Ja. Also nicht auf Gebrauchtwagen, sondern auf richtigen normalen Autos. Hier gibt es die ganzen Marken. Hier, mein persönliches Lieblingsauto ist natürlich hier Ferrari. Mein Lieblingsauto, nee, die können alle nichts. Hallo Papst. Ich zeig gerade so ein bisschen den Shop. Hier, das ist mein persönliches Lieblingsauto, das ist der Enzo.